Hallo, mein Name ist Sabine Boss, ich bin die Regisseurin von Jagdzeit und ich beantworte gerne ein paar Fragen zu meinem Film. Wir haben sehr, sehr viel recherchiert, wie Sie dem Abspann entnehmen können. Wir haben eigentlich in drei Richtungen recherchiert. Einerseits in der Wirtschaft, also damit wir die Abläufe, die diese Firma hat, die ganzen Börsengänge, alles, was da erzählt wird auf der Finanz- und Wirtschaftsebene, dass das Hand und Fuß hat. Dann haben wir recherchiert im Bereich der Psychologie natürlich. Ich war in Burnout-Kliniken, ich habe mit Ärzten und Ärztinnen gesprochen. Wie entstehen suizidale Gedanken? Wie äußern die sich gegen außen? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man in so einen Tunnelblick gerät und eigentlich immer mehr sich verengt gedanklich, dass man dann eigentlich nur noch einen Ausweg sieht, nämlich den aus dem Leben zu scheiden. Und es gibt die dritte Ebene, nämlich die Automobilbranche. Da mussten wir ja eine Erfindung erfinden, um die Geschichte vorwärts zu treiben. Und auch diese Erfindung wollte ich so haben, dass sie stimmt, dass man eigentlich sagen könnte, doch, das hätte Hand und Fuß, wenn das erfunden würde. Und deswegen haben wir auch an dieser Erfindung dann gemeinsam mit der ETH, mit Professoren von der ETH, haben wir da das ausbaldofert, bis wir was hatten, was man, wenn es erfunden werden würde, wirklich eine Riesenleistung wäre und eine unglaubliche Gewinnsteigerung bedeuten würde für einen Automobilzulieferkonzern. Ja, die Recherche bei den Wirtschaftsleuten, bei den hohen Managern, die liefen eigentlich sehr, sehr gut. Die waren alle sehr, sehr offen und sehr freundlich und ich konnte ganz viele Büros anschauen, ich konnte CFOs über die Schulter schauen, wir konnten Unterlagen haben, ich habe Agendas funktioniert, ich bin bei Sitzungen mitgegangen, ich habe mich da irgendwie extrem gut begleitet gefühlt. Der Spaß hat immer dann aufgehört, wenn man gefragt hat, kennen Sie jemanden, der Burnout hat? Kennen Sie jemanden? Haben Sie Pierre Wauthier gekannt? Haben Sie Leute gekannt, denen es nicht gut geht? Oder Kollegen, die Burnout haben? Oder haben Sie sogar Burnout? Da haben eigentlich alle dann abgewunken und gesagt, nee, über Privates sprechen wir nicht. Der Film ist basiert auf wahren Begebenheiten, ist sehr realitätsnah. Wir lehnen uns an einige Geschichten von diesen Top-Managern, die sich umgebracht haben, aber das ganze Figur von Alexander Meyer und auch die Figur von Hans-Werner Brockmann sind komplett fiktional. Das war uns wichtig, einfach auch, damit wir die ganze Freiheit hatten, diese Geschichte so weit zu treiben, wie sie uns interessant dünkte. Das Hagakure-Buch ist immer noch ein sehr, sehr gern gelesenes und viel gelesenes Buch in der Wirtschaftswelt. Es gibt eigentlich kaum einen Top-Manager, der dieses Buch nicht kennt. Von früher, jetzt hat es aber lustigerweise auch jetzt gerade ein Revival. Es war so in den 80er Jahren mal total gang und gäbe, dass man das gelesen hat. Jetzt hat es wieder eine Art Revival erlebt, dieses Buch, weil es so eine Askese fordert vom, ist ja der Mann als Asket, der Kämpfer, der eigentlich nur die Sache vor Augen hat, der völlig sachlich bleibt, keine Gefühle zeigt, weil er muss ja einen Krieg führen. Also in dem Buch geht es eigentlich um Kriegslist. Also wie verhalte ich mich im Krieg, damit ich möglichst viele Gegner schlachten kann. Und dieses Buch hat so eine Rigidität, die uns, als wir das gemerkt haben, dass wir dieses Buch benutzen könnten, so als Klammer, hat uns sehr inspiriert, weil es sozusagen ein Männerbild ist oder ein Erfolgsbild darstellt, das eine absolute Katastrophe ist für unsere Gesellschaft. Es ist natürlich hochinteressant, auf diese Mechanismen zu schauen, weil sie eigentlich unentrinnbar sind. Und eigentlich ist es ganz schlimm, weil eigentlich geht es ja darum, dass sich zwei Männer ineinander verkeilen, weil keiner von beiden dem anderen zugestehen will, dass er recht haben könnte. Beide haben nicht die Größe zu sagen, okay, vielleicht hast du recht mit deinem Weg, sondern beide verkrallen sich ineinander. Und das ist etwas, was mir wahnsinnig fern ist, weil ich bin so eine
Teamplayerin und ich liebe es, im Team zu arbeiten. Ich liebe es, Leute zu loben und oder gemeinsam etwas zu erschaffen. Dass sozusagen das genau zu betrachten, ich als Hauptaufgabe erachtet habe bei diesem Film. Also dem zuzugucken und das eigentlich anzuprangern. Dass wenn man so viel Macht hat, dass man dann so werden muss, dass man einfach Ellbogen raus und Augen zu und durch und ich bin der Beste und ich bin der Stärkste und ich putze alle weg, die mir im Weg stehen. Zu arbeiten mit Uli Tukur und mit Stefan Kurt, das war eine einzige Freude. Es war ganz großartig. Beide haben sofort zugesagt. Uli meinte, das sei eines der besten Drehbücher, die er je gelesen habe. Und wir haben eine unglaublich tolle, intensive Zeit zusammen gehabt. Es ist gar nicht immer so einfach, ein Drama zu drehen, das sozusagen stetig immer schwerer und immer schlimmer wird. Das war auch für Stefan Kurt ein Husarenritt, diese Rolle auf seinen Schultern zu tragen. Er war ja eigentlich in jeder Szene dabei. Wir haben den Film ja komplett aus seiner Perspektive gedreht. Das war ganz toll, eine ganz tolle Erfahrung. Und ich habe mit beiden jetzt enge Freundschaft geschlossen. Das ist immer am schönsten, wenn nach dem Film die Freundschaften zu Schauspielern weitergehen und man eigentlich sagt, wir möchten gerne wieder was zusammen drehen. Und so ist es auf jeden Fall mit den beiden.